Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über Elektrotechnik. Die Synchromaschine ist unser Thema. Dieses Mal wollen wir uns ein bisschen mit Schwingungen beschäftigen. Ja, wie schauen wir sie an? Warum kommt sie überhaupt zu Schwingungen? Und wie wirkt da die Dämpferwicklung? Ich habe die Dämpferwicklung schon mal erwähnt. Diesmal möchten wir ein bisschen mehr im Detail drauf eingehen. Ja. Da wir jetzt wissen, wie die Synchromaschine funktioniert, zeichne das nur mal auf, dass ich das besser erklären kann. Also ich habe einen Stator der Synchromaschine. In diesem Stator entwickelt sich ein Drehfeld. Das zeigt halt, so eine Drehstromwicklung drinnen und das Drehfeld dreht sich in eine gewisse Richtung und das zeigt halt je nach Zeitpunkt, da, ich zeichne das einfach zu einem gewissen Zeitpunkt ein, zeigt dieses Drehfeld, dieses magnetische Drehfeld in eine Richtung. Das rotiert hier, haben wir gesagt. Ja, das ist das B, das ist das Drehfeld des Stators. Ja. Und da drinnen haben wir nachher einen Magneten, entweder einen Elektromagneten, wenn wir eine elektrische Maschine haben, oder einen Permanentmagneten, wenn wir eine permanent direkte Maschine haben. Ich zeichne hier jetzt einfach mal so einen Magnetstab ein. Ja, mit einem Nordpol und einem Südpol. Und dieser Magnet wird vor dem im Motorbetrieb von dem Magnet, von dem rotierenden Magnetfeld mitgerissen, ja, und im Generatorbetrieb eilt er dem vor, weil dann treibe ich ja den Magneten praktisch an. Auch der Magnet hat einen gewissen Winkel. Ja. Und da dazwischen, haben wir gesagt, ist der Polradwinkel Theta. Ja. Und von dem Polradwinkel Theta hängt die Leistungstemperaturbine ab. Ja. Ist das 0? Es ist Drehmoment auch 0 und die Leistungstemperaturbine 0. Und je größer das der Winkel wird, desto größer wird auch die Leistung und das Moment der Maschine, je nachdem in welche Richtung, entweder positiv oder negativ. Und bei 90 Grad Winkel, also 90 Grad dazu, zum Drehfeld, da habe ich dann die größtes Moment, Kippmoment. Ich habe gesagt, bei ungefähr 20 Grad, so wie es jetzt einzeichnet ist, 20, 30 Grad, da ist der Auslegungspunkt, dass neben das Kippmoment ungefähr doppelt so groß wird. Das geht mit dem Sinus von dem. Ja, jetzt habe ich das zusammengefasst. Jetzt ist es so, ja, dass das in der Mitte dreht sich ja relativ leicht. Ja. Wenn jetzt das Moment da außen nicht konstant ist, oder beim Antrieb sind es zum Beispiel irgendwelche Verbrennungskraftmotore, wo halt wirklich irgendein Viertakter oder egal, ja, es sind Drehmomentspitzen, die da entstehen, also kommen Schläge, ja, oder so irgendwas, ja, dann ist das Moment, was aufgebracht wird, das ist ja nicht konstant, ja. Jetzt ändert sich dieser Polradwinkel da laufend, ja. Mit dem Polradwinkel ändert sich auch die Leistung, ja. Man kann sich das vorstellen, dass da praktisch zwischen denen, wenn wir es da ausschrauben und da ist eine Feder, ja, so. Und diese Feder, die kann man zusammendrücken oder auseinanderziehen. Es federt, ja. Es ist ein schwingungsfähiges System, was je nach Momentenlage durch Laststöße oder so zu Schwingungen angeregt wird und dann braucht es gar nicht aufhören. Ja. Dann braucht das gar nicht aufhören. Stellen wir uns vor, ich stupse das einmal an. Ja? Ich stupse das einmal an. Wenn wir uns nochmal die Momenten kennen ihn, ich zeichne jetzt nur eine Seite ein. Ja? Die Momenten kennen ihn. Und da war der Polradwinkel Theta. Ja? Dann war das Moment, war er so sinusförmig. Gell? So. Ja? So, und jetzt sage ich mal, ich bin da, bei dem Moment. Okay. Und jetzt brauche ich kurzfristig mehr Moment. Ja, brauche ich kurzfristig mehr Moment. Jetzt erhöht sich der Polradwinkel entsprechend. Ja,
und das Ding zahlt an. Also das ist 1, das ist 2. Das Ding zahlt an, liefert mir im Moment, der Polaroidwinkel ist erhöht, ja, und dann lässt das äußere Moment wieder nach, was ich brauche. Ich schwinge halt da runter irgendwo und der Polaroidwinkel ist ja da hinten. Das, hat ja, das sind ja alles Massen, die in Bewegung sind. Das ist ja nicht so, das ist ja nicht so easy cheesy. Ja. Und jetzt habe ich da ein großes Antriebsmoment, den gleichen Moment, was ich brauche. Jetzt beschleunigt das natürlich, zirkt praktisch über den notwendigen Polaroidwinkel drüber. Das Moment schwingt und dann schwingt es so hin und her. Kann man sich das vorstellen? Ja. Der Polaroidwinkel schwingt so ein bisschen hin und her. Ja, durch einen Laststoß angeregt und ja, das ist relativ schlecht gedämpft. Ja, das schwingt so. Und das ist die Schwingung, die einfach hier entstehen kann. Okay, das ist die Schwingung, die hier entstehen kann. Es kann sein, dass wir da praktisch hin und her schwingen auf dieser auf diese Momenten-Kennlinie, Polaroid-Kennlinie, Polwinkel-Kennlinie, und da geht's dahin. Ja. In der Leistung sehen wir das, dass das immer so Wellen macht, ja, weil wir haben ja Moment und Leistung hängen zusammen, ja. Weil die Drehzahl bleibt ja eigentlich halbwegs konstant, ja. Das heißt, die Leistung und das Moment bleibt mit der synchronen Drehzahl. Nur während der Schwingung sehen wir eben, dass die Leistung so pulsiert, ja, weil sich eben der Polaroidwinkel ändert. Also prinzipiell ist so eine Synchromaschine ein schwingungsfähiges System. Ja. Wie gesagt, man kann sich das vorstellen, wenn man da Feder dazwischen und die Feder ist entweder gespannt oder nicht und mit der Massenträgheit von dem Rotor haben wir so ein schwingungsfähiges System. Federmassensystem. Ja, was macht man also? Man baut einen sogenannten Dämpferkäfig ein oder eine Dämpferwicklung. Ja, Dämpferkäfig schaut es eher so aus bei Schenkelbohlmaschinen. Ich zeige wieder das Foto her, wo man mich sieht, wie ich helfe, so einen Käfig, also Entschuldigung, einen Rotor in eine Synchromaschine einzuheben, ist eine Schenkelbohlmaschine und da sieht man den Dämpferkäfig schön, also zumindest. Also der Dämpferkäfig ist praktisch auf dem Laufrad drauf, ja, und schaut so aus, dass praktisch oben in den Nuten ist ein Ring drinnen. Das ist eine Nut entlang über alle Pole hinweg. Ja. Und dann gibt es da Stäbe runter, Dämpferstäbe, und unten haben wir ebenfalls einen Ring, gell? Und wenn man sich das anschaut, wie das ausschaut, das kennen wir doch. Das kennen wir doch. Das zeigt, schaut tatsächlich so aus, schaut tatsächlich so aus wie so ein Käfigläufer von einer Asynchronmaschine. Ja, das hängt halt, und das ist halt in den Polen der Schenkelpolmaschine eingebaut. Bei den Vollpolmaschinen, ja, da schaut es ein bisschen anders aus, aber gibt auch eine Dämpferwicklung, ja, und funktioniert auch so. Ja, funktioniert auch so. Es ist praktisch eine überlagerte Asynchronmaschine da drinnen. Okay, das ist diese Dämpferwicklung. Und rufen wir uns die Kennlinie der Asynchronmaschine bitte noch einmal ins Gedächtnis. Ja, das hat er so ausgesehen, wenn da der Schlupf ist. Ja, da ist synchrone Drehzahl. Ja, und die Kennlinie hat er so ausgesehen, dass die da irgendwo weggegangen ist. Dann hat es irgendwo einen Kippmoment gegeben und dann ist die da runtergestürzt praktisch bis daher. So ähnlich. Ja.
Und da unten war es praktisch spiegelsymmetrisch. Ja, so runtergeklappt. Ja. Dämpferkäfig, schreibe ich. Ja. Normalerweise haben wir Schlupf 0. Ja, also wenn alles normal rennt, haben wir Schlupf 0. Das heißt, das Moment, was dieser Dämpferkäfig in das System einbringt, ist 0. Ja, also normal fahren wir ja, das ist der normale Betriebspunkt da. Bug. Ja, wenn die Synchromaschine normal arbeitet. In dem Moment, wo die wo sich der Winkel, ja, praktisch, was nehmen wir? Nehmen wir Motor oder in dem Moment, wo es zu schnell ist. Ja, in dem Moment nehmen wir den Motor, ich habe da den Motor als Motormoment aufgezeichnet, in dem Moment, wo es zu schnell ist, wo also das Theta erhöht wird, ja, sind wir ja zu schnell. Okay, sind wir zu schnell? Was bedeutet zu schnell? Wir kommen da runter. Es entsteht ein Moment in die Gegenrichtung, ein Brennmoment, was so praktisch das zurückhält ein bisschen, ja, das zu schnell sein. Das darf ich nur davon. Ich halte das, dieses davon teufeln, dieses zu schnelle etwas zurück, ja. Das heißt, dieser Dämpferkäfig bringt ein Moment ein, was eigentlich gegen die Bewegung des Rotors wirkt. Ha! Ja, das wollen wir ja, ja. Dieser Dämpferkäfig erzeugt mit dieser und umgekehrt, überlegen wir es noch umgekehrt, bevor ich dann jetzt vor lauter Enthusiasmus weggeschwemmt werde, wenn es zu langsam ist. Ja. Das heißt, in dem Moment haben wir dann einen Schlupf, der darüber geht, ja. Dann taucht er ein bisschen an. Ja. Also es geht immer in die richtige Richtung, rund um diesen Punkt der synchronen Drehzahl, bringt der Dämpferkäfig immer in die richtige Richtung, so dass die Dämpfung praktisch oder die Schwingung behindert wird. Ja. Ein Moment in die Maschine ein, und wenn das richtig ausgelegt wird, dann dämpft es diese Schwingungen gut ein. Okay? Das ist die Aufgabe der Dämpferwicklung. So funktioniert die Dämpferwicklung in so einem System, prinzipiell. Ja? Ich habe eine Aufzeichnung gefunden, eine alte Aufzeichnung von mir, wo es geht ums Synchronisieren, ja, und da sehen wir auch diese Schwingung und wie diese Schwingung gedämpft wird, sehen wir nicht gut, aber das möchte ich jetzt kurz herzeigen am Computer, ja, wie man, es geht um ein Wasserkraftwerk, welches angetrieben wird und nachher aufs Netz synchronisiert wird und eingeschalten wird, ne? Das schauen wir sich kurz am Computer an. So, also wie gesagt, es geht um eine Wasserkraftturbine. In dem Fall ist es eine Beltenmaschine, Beltenturbine, die dieses Ding hier antreibt. Ich habe da eine Aufzeichnung. Das Grüne, die grüne Linie hier ist die Gesamtöffnung der Maschine. Da sehen wir verschiedene Düsen. Diese Beltenmaschine zu Beginn wird mit allen Düsen gefahren und nachher wird Düsenumschaltung gemacht. Aber der Gesamtdurchfluss der Maschine steigt hier langsam an. Ja. Das, was da nach oben geht, diese braune Linie, das ist der Ablenker, der immer in der Nähe des Strahls geführt wird. Deswegen schaut das so aus. Ja. Und das ist, wie gesagt, die Öffnung der Turbine, das heißt, die Leistung, die Turbine herbringt im Endeffekt, der Durchfluss. Die blaue Linie da oben, das ist noch das Wasserschloss. Aber so genau möchte ich gar nicht auf die Details eingehen, weil wir haben ja schließlich Elektrotechnik und nicht Wasserkraftmaschinen. Das ist die Drehzahl. Und wir sehen, die Drehzahl fährt weg, schön linear nach oben. Ja. Es arbeitet hier ein Beschleunigungsregel, muss man auch dazu sagen. Das heißt, der schaut schon, dass das linear nach oben geht. Deswegen öffnet diese Öffnung hier. Ja. Und dann fährt irgendwann der Drehzahlregel ein und reduziert die Öffnung, weil jetzt möchten wir uns ja bei 100% Drehzahl, das ist diese Linie, das wäre die synchrone Drehzahl, ja, je nach Polbarzahl eben eine andere, aber 100%, möchten wir uns einpendeln. Wir sehen, es gibt hier ein leichtes Überschwingen, ja, und wenn wir dann hinüberschauen, kommt dann irgendwann der Punkt, wo die Synchronisierbedingungen erfüllt sind. Ja. Dort, wo die Synchronisierbedingungen, wir haben gesagt, die Frequenz muss passen, die Spannung muss passen. Spannung sehen wir hier nicht in diesem Diagramm. Das ist der Diagramm aus dem Turbinenregler. Das heißt, wir sehen eigentlich nur die Drehzahl. Und die Phasenlage muss passen.
das ist gecheckt vom Synchronisiergerät und irgendwann entscheidet das Synchronisiergerät, jetzt passt's, ja, jetzt schalte ich zu. Und wir sehen hier, in dem Moment, wo wir zuschalten, haben wir doch vermutlich etwas zu viel Drehzahl. Das habe ich auch das letzte Mal erwähnt, dass das gar nicht so schlecht ist, wenn die Turbine jetzt nicht hundertprozentig die Drehzahl hat, weil dann ist halt die Netzfrequenz und die Turbinenfrequenz unterschiedlich und ich muss nur warten, bis sich die Berge überlappen und dann zuschalten, puck, ja, dann ist zugeschalten, aber die Turbine hat sich zu schnell gedreht. Ja. Jetzt wird die praktisch vom Netz hergebremst, weil die Turbine dreht sich zu schnell, ja, und auf einmal schaltet das Drehfeld drauf und ich bin weiter vorn und ich muss das praktisch zurückhalten, ja, und dann würde es schon schwingen. Ja, würde schon schwingen. Allein durchs Zuschalten kriege ich einen Laststoß da drauf und würde schon schwingen. Ja. Und wir sehen dieses Schwingen auch, bitte. Ich meine, man sieht es nicht gut, aber das da ist die Leistungskurve. Und da sehen wir, es gibt eine Spitze in der Leistung, ja, und dann wieder einen Abfall. Und es ist genau das, wo der Polradwinkel einfach groß wird und wieder kleiner wird. Und das schwingt. Und wir sehen diese Schwingung hier. Wie gesagt, man sieht es nicht gut. Ich habe gesagt, man soll sich nicht zu viel erwarten. Aber hier, das schwingt ein paar Mal hin und her. Und diese Dämpfung, das ist der Dämpfer. Das ist die Dämpferwicklung. Ja. Und dann fährt die Leistung einen Strich. Ja, dann fährt die Leistung einen Strich. In dem Moment, wo es zugeschaltet wird, sehen wir, macht die Maschine auch etwas auf, ja, dass wir auf eine gewisse Grundlast kommen. Das ist halt von Maschinentyp zu Maschinentyp ein bisschen unterschiedlich. Erstens müssen wir die Rückleistung verhindern, dass also der Synchrongenerator nicht zum Motor wird, dass wir nicht die Turbine antreiben. Und zweitens müssen wir das Laufrad schonen und so weiter. Da kommt es auf den Turbinentyp drauf an und Beltenturbinen haben eine sehr, sehr, sehr niedrige Mindestlast. Das sehen wir da, ich meine, das Diagramm ist hoch und da die Leistung, die da eingeschalten wird, ist relativ gering. So schaut ein Synchronisiervorgang in einem Kraftwerk aus. Gut. Also, schwingfähiges System, Dämpferwicklung, wie das funktioniert, haben wir gehört. Das Herz sagt, Synchromaschine ist praktisch prinzipiell erklärt. Ja, ich denke, wir als Maschinenbauer, das ist genug für uns. Ja. Wie gesagt, man kann überall ins Detail gehen, aber es gibt Spezialisten dafür. Du hast einen Elektrotechniker. Und dort gibt es Spezialisten dafür, die Energietechniker. Und dort, ja. Elektrotechnik ist ja auch ein weites Feld. Ja, das nächste Mal spreche ich aber trotzdem noch einmal über die Synchromaschine. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, Synchromaschine passt. Ja? Nämlich über eine spezielle Synchromaschine, den Clownpol-Generator. Wie der aufgebaut ist, das schauen wir uns ein bisschen an, weil Clownpol-Generatoren sind Lichtmaschinen im Auto. Ja, wie das aufgebaut ist, schauen wir uns an. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.